Herzlich willkommen zu Pokémon Storm Silver, meine lieben Freunde. In der Vergangenheit haben Pokémon das Meer bei Oliviana City bei Nacht beleuchtet. Der Leuchtturm wurde ins Meer gebaut. Aha. Leuchtturm erinnert mich an Sonneweg. Oh, hallo, du musst ein Trainer von Johto sein. Hä? Es gibt irgendwas bei dir. Du erinnerst mich an diesen Trainer, der mir einst bei einem Kampfgeist zurückgeholt hat. Schade, dass du nicht die Sinnoh-Liga herausforderst. Und trotzdem hast du es geschafft, mich aufzuheitern. Hier, das gebe ich dir als Dankeschön. Okay. Ziemlich cool. Donnerwelle ist eine einfache Attacke, der was nicht jeder paralysieren kann, wenn es Berührung da. Oder wenn es ihn berührt. Ich gebe mal alles, das schön dich zu treffen. Cool. Oh, hallo, ich kann dir einen coolen Gürtel machen, wenn du mir 15 Pokebälle und einen Destiny Nord gibst. Ich habe keine Ahnung, was Destiny Nord ist. Wenn ich ehrlich bin, muss ich erst nachschauen. Hätte ich die... Nee, hätte ich nicht. Ist es Fatumknoten? Das weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich. Menschen trainieren hier beim Leuchtturm. Es ist nicht so einfach, ganz nach oben zu kommen wegen all den Trainern. Ja, aber dass wir Volkler getroffen haben, ist ja schon mal ziemlich cool. Und das merkt ihr so ein bisschen. Man baut eben diese Figuren aus Sinnoh ein und gibt ihnen so eine Art Geschichte. Und das ist wirklich hervorragend bei diesem Spiel gemacht, wenn ihr mich fragt. Also wenn wir das mal vergleichen, wie andere Pokémon-Spiele aufgebaut sind, da kommt hin und wieder so ein kleiner Cameo-Auftritt. Aber hier, ich meine, wir haben jetzt schon Sylvana gesehen. Gut, das war sehr verstörend. Aber einfach wie zum Beispiel hier Volkner kommt und direkt auf die Ereignisse in Sinnoh anspielt. Was, wie ihr wisst, Sinn ergibt, weil dieses Spiel in der Timeline nach Diamond, Pearl und Platin spielt. Indem er eben darauf hinweist, dass es mal einen Trainer gab, der seinen Kampfesgeist wiedererweckt hat. Wobei die Frage ist, warum er dann hier rumchillt und nicht in der Arena. Vielleicht wollte er mal eine andere Herausforderung haben oder so, aber ist jetzt nicht der Punkt, aber auf jeden Fall gehört das, finde ich, zu diesen sehr, sehr, sehr epischen Sachen, die dieses Spiel bisher hat. Also das, dafür auf jeden Fall ein riesiges Lob bisher. Und wo wir gerade von epischen Sachen reden, dieser Leuchtturm ist definitiv einer der best umdesignten Orte der Videospielgeschichte. Also wenn man normalerweise so Remakes bekommt, ist immer die Frage, inwiefern verbessert es die Grafik. Denn oft ist es so, also gerade bei den 3D-Remakes, die rauskommen, es sieht dann schon cool aus, da hat man davor eben relativ kantige Grafik, dann hat man schönes HD. Aber die Art und Weise, wie das hier umgewandelt wurde, ist der absolute Oberhammer. Also im Prinzip aus einem relativ... Oder man hat damals in Pokémon Gold, Silber, Kristall gemerkt, und da könnt ihr euch mein Kristall-LP dazu anschauen, wenn euch der Direkte vielleicht interessiert. Da hatte man einigermaßen Probleme, was die Obergrenze der Leistungskapazität des Gameboys anging. Warum? Gut, dann werde ich Nummern mit dir tauschen. Schatten, Geist, was auch immer. Kann ich das vielleicht so deaktivieren? Hey, okay. Ja gut, das soll mir recht sein. Okay, gut. Passt alles, ich habe die Nummer. Ich meine, wer weiß, was für komische Bugs dabei ausgelöst werden. Von daher dachte ich, ich rede mal lieber nochmal mit ihm, aber scheint alles funktioniert zu haben. Aber genau, also man hat so ein paar Probleme gemerkt. Man konnte ihn zum einen nicht wirklich rund darstellen, auch wenn man sein Möglichstes getan hat, den irgendwie rund darzustellen, vor allem von innen, aber so genau hat das eben nicht funktioniert. Und dann hatte man noch das Problem, dass man ja irgendwie nicht nur nach oben klettern wollte, sondern man wollte ein bisschen mit diesem Turm interagieren. Deswegen hat man sich auch irgendwann mal bei den Löchern fallen lassen, ist dann irgendwie in der Mitte gelandet. Hier hat man sich was ganz anderes einfallen lassen und ich frage mich, ob das schon immer geplant war oder ob das etwas war, was erst jetzt aufkam. Weil es könnte gut sein, dass es durchaus immer geplant war und sie jetzt es dazu kam, es umzusetzen, aber ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ziemlich schön, dass wir hier gleich mehr haben. So, und
jetzt sieht man schon so ein klassisches Beispiel. Also zum einen haben wir jetzt einen wirklich runden Raum, das hatte ich ja schon angekündigt. Und der ist eben auch, ich meine, man hatte davor auch sowas Ähnliches, aber der ist jetzt wirklich sehr, sehr schön abgesperrt zwischen den einzelnen Bereichen. Also das hat man wieder wunderschön gemacht. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan von diesem Leuchtturm. Ist vielleicht sogar der bestdesignte Ort hier im Spiel. Also jetzt nicht nur was Veränderungen angeht. Wie gesagt, bei den Veränderungen ist es eines der bestdesignten Orte aller Zeiten. Neu designten Orte aller Zeiten. Aber ich glaube auch so vom Design. Also das hat man wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ist so der erste richtig große Ort gewesen, der mir hier sehr, sehr stark ins Auge gefallen ist. Es gibt auch andere grafische Neuverbesserungen, die durchaus erwähnenswert sind und durchaus eine Verschönerung angetrieben haben. Okay, ich kann nicht aus dem Fenster, weil ich weiß, dass da irgendwas noch kommen wird. Das muss ich mir nur mal kurz schauen. Sind sie immer noch nicht fertig? Was ist denn mit diesen Pursif-Bären? Ich hoffe, ihr wisst, Pursif-Bären, dass ich wirklich nicht ewig Zeit habe. Jetzt muss ich halt einen Hypertrank verwenden, weil ich hätte wirklich gerne darauf verzichtet, aber ja, solange ich die Sinelbären nicht züchten kann. Und das ist eigentlich ein kleiner Nachteil, den man hier hatte, vielleicht zu Gold, Silber und Kristall. Denn wenn man dort angekommen ist, hatte man in der Regel die Bären, die benötigt waren, ohne Probleme. Denn man braucht 5 Bären und das, was eben damals die Bären sind, sind hier die Sinelbären. Nämlich relativ normale Bären, die einfach nur 10 KP aufheilen. Da hat man das eben mehr oder weniger, da hat man das nicht so stark abgetrennt. Das waren halt einfach nur normale Bäre, war dann das gleiche wie ein Trank eben. Nur, dass es 10 KP weniger aufheilt. Dann Gegengiftbären, weil das gleiche wie ein Gegengift etc. Und diese große Bären-Spezialisation hat in der ersten Generation 3 angefangen. Auf jeden Fall hatte man dann diese Idee zunächst mal, dass man ja Bärenbäume hat. Und hier wurden ja alle Bärenbäume nicht Aprikoko-Bäume ersetzt. Die gab es da auch, aber eben Bärenbäume und Aprikoko-Bäume waren gemischt. Und allein dadurch, dass es Bärenbäume gab, hat man zu der Zeit eigentlich schon ohne Probleme die benötigte Anzahl von Bären gehabt. Wohingegen, da es hier keine gibt, ja, ist es überraschend, dass ich überhaupt 4 Siedelbären gefunden habe. Ich habe mich ehrlich gesagt, wo ich die her habe. Habe ich die alle geschenkt bekommen? Weil, ja, es gibt hier keine Bärenbäume. Ich meine, klar, man bekommt ein paar Bären im Spiel geschenkt, sonst könnte man ja auch gar nichts pflanzen, aber trotzdem, und dadurch wird diese Aufgabe eben auch tatsächlich schwieriger. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt... Alter, wer hat angerufen? Aber ja, was vielleicht nicht unbedingt negativ ist, weil, also zumindest ich denke mir, dass es schon Vorteile hat, wenn man nicht gerade hinkommt und die Aufgabe automatisch schaffen kann, ohne dass man da viel was machen muss. Auf der anderen Seite ist es sehr schade, weil ich einfach nur meine Kumu billig möchte. Und hier bekomme ich sie mal sogar relativ früh im Spiel und... Beziehungsweise, was heißt früh im Spiel? Wir haben 4 Orden. Ich meine, dafür bin ich zeitlich wirklich ziemlich gut vorangeschritten, oder was meint ihr? Ich glaube, wir sind Part 29, schon im Leuchtturm in Oliviana City. Das scheint mir sehr ordentlich. Ich habe allerdings auch diesmal aufs Backtracking verzichtet vorerst, was mehrere Gründe hat. Aber ich glaube, der wichtigste, der zu erwähnen wäre, ist, dass ich einfach... Wie sei das am besten? Ich habe das Gefühl, dass das Backtracking deutlich schwerer hier wird, als das, was jetzt vor mir liegt. Warum sage ich das? Nun, das Backtracking, was ich im Prinzip machen kann, bezieht sich auf neue Orte, die ich mit Surf erreichen kann. Da gibt es jetzt zum Beispiel relativ unproblematische... Hey, Swagger! Lol, was ist das denn? Das ist mein lieblicher Name, Swagger. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das sein soll, aber genau hier. Und wir fliegen
aus dem Fenster. Oh, Stahlflügel. Und jetzt schauen wir uns das hier an. Und was wir da sehen, es ist einfach so, so episch. Wir, also wirklich, das sieht hier so gut aus. Richtig, richtig gut gemacht. Also, wie gesagt, definitiv ein sehr, sehr cooler Ort. Ah, Angeberei. Jetzt fällt mir der Name ein. Swaggers Angeberei. Genau. Aber ich war dabei, über irgendwas zu reden, glaube ich. Ah, genau, übers Backtracking. Also wie gesagt, da gibt es Orte relativ unproblematisch. Ich bin in Rosalia City kann ich ein Item holen. Es wird jetzt nicht so schwierig sein, aber es gibt auch härtere Sachen. Zum Beispiel in der dem Einheitstunnel kann ich ein neues Gebiet betreten, mit dem ich auch, ich glaube, zwei weitere Rätsel bei den Alfruinen lösen kann. Beziehungsweise bin mir gerade nicht sicher, ob ich zwei schon bekommen kann oder ob ich für zwei Stärke brauche. Da bin ich mir sehr unsicher. Allerdings werde ich jetzt wahrscheinlich auch in einem Rutsch tatsächlich machen, weil ich plane, es diesmal so weit nach hinten zu schieben, bis ich tatsächlich Stärke benutzen kann. Von daher werde ich das alles auf einmal machen können im Einheitstunnel. Dann kann ich im Fleckmon-Brunnen den Stein verschieben und kann dort noch irgendwo hin und was holen. Wenn ihr euch an den Steinlichen Wald erinnert, da haben wir einen Trainer gesehen, relativ verlorenen, den schaue ich mir an. Oder vielleicht ist es ein Trainer, vielleicht könnt ihr mir auch ein Item, wer weiß. Bei Dukatia City, ich überlege gerade, aber ich glaube in Dukatia City an sich gibt es jetzt erstmal nichts. Also das war relativ viel Wasser. Und da bin ich eben immer so ein bisschen am Überlegen, weil da kam eine relativ neue Wasserfläche dazu. Aber da kann man, glaube ich, nicht surfen. Nee. Das kam für die GTS dazu. Aber auf der Route 34 kann ich auf jeden Fall surfen. Das weiß ich auf jeden Fall. Und da gibt es dann auch ein paar Trainer. Route 35, keine Version. Also kann im Prinzip die ganze Welt ablaufen. Und speziell interessant wird es dabei beim Einheitstunnel. Ah, genau, jetzt habe ich es wieder. Bei den Alfruinen direkt kann ich mit Surfer eine Kammer öffnen. Durch den Einheitstunnel brauche ich bei einem Surfer und bei einem noch zusätzlich Stärke, genau. So rum war es. Dann habe ich alle vier Kammern geöffnet. Aber ja, ist es vor allem beim Einheitstunnel spannend, weil da relativ viele starke Trainer unterwegs sind und man zudem noch in der Höhle sehr weit nach vorne schreitet. Und diese Trainer waren im normalen Gold, Silber, Kristall oder Gold und Silber von den Leveln her deutlich stärker als die anderen, die man getroffen hat. Also wenn man im Prinzip, sobald man Teak City war, direkt Backtracking gemacht hat, hat man so auf Pokémon gekämpft um die Level 24 und ich meine, die Levelkurve in dem Spiel ist nicht sonderlich hoch, aber das war schon relativ signifikant, zumal das teilweise relativ harte Pokémon waren, wie Kangama, die Starter waren dabei, ich glaube es gab auch Dragosso hin und wieder. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, wie es hier ist. Wahrscheinlich werden das nochmal ganz andere sein, aber der Punkt ist einfach der. Die werden, wenn sie da schon ein relativ hohes Niveau hatten, wahrscheinlich in diesem Spiel auch ein relativ höheres Niveau haben. Und ich nehme mal an, das Spiel rechnet vielleicht auch einfach so mit der Richtung, okay, da ich Stärke benutze, oder da ich damit Stärke weiter kann, sollte ich erst mit Stärke wiederkommen und deswegen gehen die Level in etwa dahingehend, wenn ich Stärke nutzen würde. So, Sehenkopfstoß ist zwar cool, aber es ist halt physisch. Ich meine, es wäre schon, wenn es deutlich stärker als Konfusion ist, mit dann 50 Stärke, aber geht leider nicht. Ich möchte unbedingt Psychokinese für Edelweiß. Das ist einfach so eine krasse Lücke, dass ich mit Psychokinese nie wirklich zerstörerisch angreifen kann. Aber, ja, ich meine, was soll ich da groß machen? Während ich aber wieder über dieses und jenes rede, stelle ich erfreulich fest, dass die Trainer
einen sehr schönen Herausforderungsgrad haben. Also ich habe ja gerade schon gesagt, da seht ihr das wieder. Wir haben hier so Pokémon auf Level 29. Das ist bei diesem Hack... Geht das? Okay. Das ist bei diesem Hack jetzt einigermaßen normal, würde ich sagen, aber wenn ihr einfach bedenkt, dass die Level hier sowieso schon viel höher sind und dann das nimmt, was ich gesagt habe, Level 24 teilweise, ja, da könnt ihr euch denken, wie hoch die Level hier sein könnten, wenn ich wirklich in die Alfruin zurückkehren sollte. Auf jeden Fall wesentlich höher, als gesund für mich wäre. Das kann ich euch sagen. Von daher lasse ich das. Es wäre zwar ganz gut gewesen, weil es zusätzliches Training für die... aber es wäre tatsächlich relativ gutes Training für die Arena gewesen. Sag ich mal. Beziehungsweise für die Arenen, weil es gibt ja zwei jetzt im Prinzip. Jasmin ist eine Arena-Leiterin und in Ammonia City eben auch. Aber wie gesagt, ich lasse es. Ich glaube, ich nehme, das ist das Lustige, die Arena eher als das Training für die für das Backtracking, als das Backtracking als Training für die Arenen, auch wenn man natürlich schon sagen muss, oh Gott, ich muss dieses Ding schnell ausschalten. Abgesang. Schlimmstes ever. Und ich komme nicht mal wirklich weit. Ne, da muss ich wechseln. Zum Glück habe ich ihn eingeschläfert. Das schützt mich davor, dass ich hier in eine endlos regressive Kette von Abgesängen reinkomme. Aber ja, also wenn ihr euch das anschaut, wie das Spiel verlaufen ist, dann größtenteils bin ich durch... genau, durch Arenen kämpfen. Da hatte ich größtenteils so Probleme. Es ist relativ selten, dass eines meiner Pokémon bei einem random Trainer gestorben ist, dass ein Pearl durchaus öfters vorkam. Hier tatsächlich gar nicht oft so, sondern hier sind es die Arenen oder eben... Ja, die habe ich komplett zerstört. Tomate hingegen gar nicht. Also... Mit dem habe ich überhaupt keine Probleme. Aber wie gesagt, mit Lyra, dieser eine Kampf, wo sie komplett auf Drogen war, die hatte ja Pokémon, die ich jetzt noch erledige. Schon in Dukatia City, also Vulnona beispielsweise. Was jetzt erst so in Andamunde ist, das hatte die da einfach so. Das ist das normalste Ding der Welt, ne? Aber. Von daher. Glaube ich, wäre das Training wirklich vielleicht schon nicht schlecht gewesen, weil Hartwig wird bestimmt wieder hart. Pun, no pun intended. Aber, ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich glaube, das ist eine einigermaßen plausible Lösung, hoffe ich doch, für uns alle. So, ich werde jetzt aber ganz kurz mal einen Schluck nehmen müssen, weil es ist ziemlich heiß hier. Also, nee. So, wie gut sich hat mit einer Hand steuern lässt. Mach mal das so. Ich würde ja immer wieder gerne mit so einer Gelegenheit Edelweiß bringen, aber das ist halt immer wieder problematisch. Einfach, weil Psychokinese fehlt. Mit Psychokinese könnte ich hier mit einem Schlag erledigen. Das wäre No-Brainer. Mit Konfusion eben, in den meisten Fällen, wird das nicht ausreichen. Deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen auf Stallen. Und hoffe, dass mir das da angehen ein bisschen weiterhelfen wird. Meiner Sache bin ich wirklich gespannt, nämlich was sie mit der Arena von Jasmin machen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Denn im normalen Gold, Silber, Kristall, Holz, Gold und Silber war es so, dass dieser Leuchtturm im Prinzip der Ersatz für die Arena war. Also im Prinzip, man kommt zu Jasmin. Dann werdet ihr sehen, was passiert. Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon. Und dann macht man, was auch immer man machen muss. Kehrt zurück und kämpft dann nur noch gegen sie. Das ist eigentlich die ganze Idee dahinter. Dass es hingegen, wie gesagt, so ist. Wie hier. Dass man hier so viele Trainer hat und diesen Leuchtturm nach oben geht, das wurde sozusagen als Pseudo-Art Arena-Rätsel gedeutet. Das und eben auch als die Arena-Trainer, die es da nicht gibt. Das
Deswegen bin ich gespannt, ob man hier trotzdem irgendwas eingebaut hat. Oh, hallo. Hallo. Oh Gott, das atmet aber schwer. Dieses Pokémon hat das Meer in der Nacht stets hell gehalten, aber plötzlich wurde es krank. Es schnauft nach Luft. Seit ich weiß, gibt es eine fantastische Apotheke in Anemonia City, aber dafür muss man das Meer überqueren. Ich kann meinen Amphi nicht allein lassen. Und das bedeutet... Könnte ich dich darum bitten, etwas Medizin für mich zu holen? Bitte, bitte. Ja, ist gut. Ich meine, man kann das arme Amphi ja nicht allein lassen, also... Danke, du bist meine Rettung. Ja, ich weiß, kein Problem. Aber schau dir das mal an, das sieht so der Hammer aus. Hier, erneut mit dieser Kupplung. Und dann kann man unten ganz leicht die Route 37 oder 38 erkennen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall super gemacht. Auch hier wieder grafisch 1A. Wirklich der Hammer. So gut, ich bin dann hier durch. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber diese Über- oder diese Schrift oben, in welcher Stadt man ist, die variiert, je nachdem, wo man ist. Das sollte man auch noch erwähnen. Wenn man im Leuchtturm war, die ist so steinern. Bei anderen Städten hingegen hat sie immer eine leicht andere Form. Also es ist auch ziemlich schön. Aber gut, ich bin jetzt fast am Ende von diesem Part. Ich muss mich nur noch mit ein paar Gesellen unterhalten, was ich jetzt direkt in Angriff nehmen werde. Also, Oliviana City, genau, Anlegestelle im Prinzip. Hallo. Jo, warst du schon in Kanto? Nee. Ich hab gehört, dass es da so viele seltene Pokémon gibt. Oh, das ist ja aufregend. Nein, ich würde es so gern besuchen. Pff, ja gut. Die MS Aqua benutzt Düsen. Damit schneidet es geradezu durch das Wasser. Okay. Willkommen zum Schnellschiff MS Aqua. Naja, außer dass das Team für die Motorwartung ein Außerirdischer will, ich wissen, wann wir ablegen können. Pff, okay. Ja gut. Er ist nur ein Mannschaftsmitglied einer Vergnügungsreise. Er hat die Angewohnheit, Dinge zu übertreiben. Was, wirklich? Moment. Wenn ich es schaffe, wohlbehalten von meiner Reise zurückzukehren, meine erste Schritte in Oliviana City setze, willst du dann dort mit mir wohnen? Bitte, 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 bitte. Ich flehe dich an. Okay, sie hatte absolut recht. So, was haben wir? Eine Perle, sehr schön. Kann man für gutes Geld verkaufen. Ich glaube, dann haben die soweit mit allen relevanten Personen hier gesprochen. Sehr, sehr gut. Ja, was mache ich dann jetzt? Ich glaube, ich beende den Part an der Stelle. Ja doch, seht ihr das auch? Route 40 da oben dann so mit Wasser markiert. Ja doch. Gut dann, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Storm Silver. Danke für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier weiter. Bis dann.